So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch hier zur nächsten Jeps-Botschaft. Es geht noch weiterhin um das Tempolimit in Deutschland. Und ihr habt das im Hauptkanal Olli drüben bestimmt mitbekommen, dass Robert Habeck ja angekündigt hat, wenn im nächsten Jahr eine Koalition kommen würde, egal ob es eine SPD ist, mit den Linken vielleicht zusammen und den Grünen oder aber eine schwarz-grüne Regierung wäre ja auch wahrscheinlich laut aktuellen Umfragen möglich, dann würde die erste Amtshandlung dieser Regierung so aussehen oder der Koalition aussehen, dass die Grünen ein Tempolimit von 130 km/h bringen würden. Ja, so etwas in der Richtung habe ich auch schon öfter befürchtet. Jetzt wurde es klar und offen hier kommuniziert. Ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr wahlentechnisch wirklich passieren wird. Jetzt haben sich hier soweit eine Dame von der SPD und der Chef der, na, wie heißt sie, der Linken soweit geäußert. Erstmal hier der Rixinger von den Linken sagte: Ich verstehe nicht, warum die Grünen so hasenfüßig auftreten und nur eine Begrenzung auf 130 km/h wollen. Umwelt- und Verkehrsverbände empfehlen 120 km/h. Das ist auch die Position der Partei Die Linke. Ja, hier wird jetzt sogar noch 120 genommen. Wer bietet weniger? Sollen wir jetzt auf 110 gehen? Oder noch ein bisschen weniger? Finde ich ganz interessant. Nächster Punkt ist die Frau, ich kannte sie ehrlich gesagt nicht, Kirsten Lühmann heißt sie. Sie ist die verkehrspolitische Sprecherin der SPD und sagte hier soweit: Tempo 130 auf Autobahnen erhöht die Sicherheit und schützt das Klima. Das Tempolimit scheitert nicht am Widerstand der Sozialdemokratie. Wir fordern schon lange ein Ende der Raserei auf Autobahnen. Ich fordere auch ein Ende der Raserei auf Autobahnen, absolut. Natürlich, ja klar. Genauso wie der Herr Rixinger ja auch gesagt hat, Zitat, den wollte ich nämlich noch mal reinbringen: Andere mit Rasen und Drängeln zu gefährden, hat nichts mit Freiheit zu tun, sondern mit Rücksichtslosigkeit. Da stimme ich dem Mann vollkommen 100%ig zu, definitiv. Aber das hat für mich nichts damit zu tun, auch mal 180 oder vielleicht auch 250 oder mehr zu fahren, wenn die Autobahn frei ist, wenn die Gegebenheiten es erlauben. Da sehe ich eine klare Differenz zwischen. Ja, und weiterhin zu der Frau Löhmann, nee, Lühmann heißt sie nochmal zurück. Für das Tempo auf Autobahnen sind die Länder zuständig. Ich erinnere Robert Habeck daher gerne daran, dass die grünen regierten Länder im Bundesrat mehrfach nicht für ein Tempolimit abgestimmt haben. Zuletzt scheiterte das Tempolimit auch wegen der Enthaltung aus dem grün-schwarzen Baden-Württemberg. Die Grünen seien an 11 von 16 Landesregierungen beteiligt. Ja, das ist echt schlimm. Wenn Habeck es wirklich ernst meine, könne er mindestens seine Länderkollegen auf Linie bringen. Zitat weiterhin: Wie so häufig liegt der Anspruch, was auch jetzt, Anspruch von Wunsch und Wirklichkeit bei den Grünen ganz schön weit auseinander. Toll gesagt von Frau Kirsten Lühmann, finde ich echt gut, passend ausgedrückt hier an der Stelle. Ich sehe gerade, dass die Kamera ein bisschen flimmert, habe ich scheiß Licht eingestellt. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm, aber meine Fratze sollt ihr eh nicht sehen, ihr sollt mehr hören und jetzt in die Kommentare eure Meinung gerne uns schreiben. Einen Daumen noch da lassen, ein Abo da lassen, wenn ihr neu seid. Was haltet ihr davon? Wie steht ihr dazu? Es wird halt immer wieder Tempolimit gefordert, 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 in der Hoffnung, irgendwann kommt es durch. Ist eine Unverschämtheit. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.